Küchenlampe. Geht die an. So, okay, guck mal rum. Das ist eine unterirdische. Genauso. Sehr interessant. Das muss man dran. Okay. Oh oh. Olli, pass auf, hier liegt irgendein totes Vieh. Und wenn man da für ein Kadaver. Das war mal Waschbär hier. Ein toter Waschbär, ja. Vorsichtig. Siehst du, Waschbär? Ja. Oh, was auch da ist, Waschbär, oder? Oder eine Wildkatze oder irgendwas. Das sind die Gänge, die wir, die brauchen wir. Das ist hier alles. Hm. Das davon haben sie erzählt, haben sie ganz viele Gänge. Noch ein Vieh. Die unten lang gehen. Oder hinten sind aber fertig alles. Hm. Oben geht. Da hinten. Ja, geht. Da müssen wir draußen gucken, ob wir von auf der anderen Seite da hinten reinkommen irgendwie. Auf alle Fälle gehen wir jetzt hier wieder rauf. Hm. Ja. Leuchtet ihr? Hm. Wo geht's weiter? Da hinten geht's auch noch ganz tief weiter. Wo? Da wird auch eingeführt. Mal gucken, ob wir noch woanders rankommen. Künstlich später hingefüllt, wo du gerade die Lampe davor hältst. Ja, ganz genau. Haben wir dazu gemacht. Boah, jetzt häng ich. Kurz. Rutschig, ja. Gut, danke. Muss mal sehen, dass wir noch irgendwo anders reinkommen. Da hinten würde ich sagen, in die Richtung, weil da haben wir eine weitere Strecke als von der Wert. Hm. Gucken wir erstmal da, dann können wir unten noch mal gucken, wenn wir da lang nichts finden. Ja, da oben ist dann der Parkplatz, denke ich, da kommt nichts. Ach so, kann sein. Ja. Ich beobachte, bei mir wird es halt ein bisschen später, ich denke mal, dass ich erst 22 Uhr in Oldenburg sein werde. Gibt mir da noch eine Rückinfo? Ja, dass es jetzt drinnen hier unten drunter weitergeht. Ja, definitiv. Hier geht's weiter. Überall da musst du wissen. Hier sieht auch aus, als wäre jetzt links vom Weg noch was gewesen. Hier ist überall eingebrochenes. Ja. Das soll nicht mehr sein. Hm. Oh, weißt du, wo siehst du? Da unten jetzt vor allem, ne? Hm? Vor allem nach unten jetzt, weil unten ist ja alles wohl. Lass dich mal gucken. So, jetzt hier wieder was Interessantes. Und jetzt hier mit Eingang. Hm? Ja, mit Eingang. Gucken gehen. Sieht gut aus. Gut, gehen wir mal rein. Oh, ein Grill, Alter. Den selben habt ihr auch. Was, ist da jemand? Nee. Oh, hat was geraschelt. Das ist doch schon wieder ein Teil von dem Motor. Hier. Hm. Jetzt darfst du draußen bleiben. Guck mal rein. Hier, nimmst du. Wie sieht's aus da drin? Nicht so wie drin. Was?
Da muss ich stürzen, geh mit. Hier, geh mal nicht. Oh, interessant. Was? Lüftungsschacht. Und was hier hinten drin, die Richtung? Was ist da hier rüber? Ja. Oh, interessant. Das ist genau meins. Ja, unseres. Ich glaube, das ist alles für uns. Das, jedenfalls hat es Gefälle hier. Merkst du das verlaufen? Ja. Und da vorne ist Schluss. Ah, das wird die andere Seite sein, wo wir waren? Ja. Das kann sein. Muss mal rinderwärts gucken. Mal. Hier waren noch alle fünf Tomaten. Ich hab's schon dazu gleich bei Dünne die. Hier ist Schluss. Hm, das ist die Seite. Ist das da, wo der Beton ist? Guck mal. Ja. Okay, das ist die Seite, wo wir waren. Okay, dann ist hier was eingebrochen und hier bricht es auch weiter. Ja, das ist aber noch ziemlich fest. Das, so schnell bricht das nicht von heute auf morgen. Das ist nicht so laut. Oh, okay. So, back to topic, andere Richtung. Ich denke mal, das ist auch nachholen worden, dass es so gebrochen ist. Aber müssen wir mal überlegen, was das für Zimmer und das hier als Gefälle zu machen. Jetzt müsste hier langsam noch runtergehen. Hier sind Gefälle. Vielleicht wegen den Rollwagen, dass hier die Motoren mit den Rollwagen geschoben haben. Kann schon sein, aber dann. Aber nee, aber Aufzug wäre in dem Fall. Das hier ist definitiv kein Aufzug. Nein, nee. Aber ein Aufzug. Aber es könnte Zubringerschacht schon sein zu den Aufzug. Ja. Definitiv. Das ist möglich. Hier ist noch immer so, guck mal, was ist denn das? Das sind wie so Schleusen hier. Ja. Da sind so Schienen hier unten. Das da hier sind irgendwie definitiv Dinge, die hier lang geklitten sind irgendwie. Ja. Ja, definitiv. Aber überall. Guck, die Frage ist von wo nach wo. Aber alle. So was haben wir. Und der Beton hier sieht jetzt auch nicht nachträglich aus. Hm. Nee. Gucken wir nochmal hier runter. Ja. Reifen. Robert sagt uns auch, geht da nicht durch und geht selber erstmal drunter durch. Ach so. Oh, das hier will ich nicht durch. Haben wir was Todes wieder? Mhm. Das ist jetzt nicht. Das ist das Wo hier denn? Ja, was war das hier oben? Oh. Kabel, okay. Okay, Kabelschicht. Wir können auch einfach ein Kabelschicht bilden. Hm. Was liegt denn da drin? Was liegt drin, Oli? Achso, andere Kabel. Okay. Auch ein Kabelschacht. Schöner Zinken. Oh ja, schöner Zinken. Von was ist der? Keine Ahnung. Von dem Tor? Nee. Was? Keine Ahnung. Das hast du gesagt, dass es mir hier unten gefällt? Mhm. Ich glaube, es gefällt uns allen hier unten. Hier, alle Kohle? Ich jetzt gleich die Polizei vor. Ja, die können mal ein bisschen beleuchten, die haben auch eine schöne Lampe. Das sieht aber interessant. Was ist denn das? Oh. Was ist denn das? Sind das Öfen? Sind das alte Öfen? Habe ich auch gerade gedacht. Sieht so aus. Aber Mensch, was da nicht rein, oder? Guck mal dahinter. Da darf ich mal kurz mit der Lampe reinklickern? Lass mich durch. Kannst du es rein? Lass durch. Okay. Das ist ziemlich so, jetzt bin ich dumm. Alter, das ist schon krass. Was ist das denn? Ewig lange Schächte. Ja, das ist sehr interessant. Wo geht's da hin? Also haben sie irgendwie. Ist zwar eine Verbindung, aber für was? Ich vermute mal Informationen, dass sie. Zugerufen haben. Wo geht's da links oben hin? Nein, da geht es ein Nugel links hier. Oder? Luftschacht. Ja. Liegt ein Blatt oben drauf. Aber das ist schon mal Hammer hier, oder? Also das hier, lustig. Sehr interessant. Hier hast du auch aufgeschaut. Hier liegt ein altes Kabel drin. Mhm. Geht auf alle Fälle ewig weiter. Ja. Da drüben doch noch was. Definitiv. Sein, ja. Definitiv. Auch mal ein Stück hindurch. Ich muss Robert zerlegt kriegen. Das ist einfach nur tot. Weil ich mach den Jammer, das siehst du gar nicht mehr. Ja, ich weiß. Das ist doch wie ein Schacht. Hast du die Fenster? Nö. Muss man da liegen. Fünf Krosser aus. Oder was? Alter Reifen, was steht da drauf, Robert?
Hersteller? Schneumann? Ich hatte ja mal Pfandflaschen vergessen. Schneumann? Schneumann oder so ähnlich. Ja, war auch schon ein bisschen anders. Hier ist auch Feierabend, oder was? Da hinten mal gucken gehen, ob es da Feierabend ist oder wie auch immer. Mal gucken. Alter. Motor oder Zündspule oder sowas. Ja, irgendwie war das mal sowas. Motor den Innenleben. Das ist ein alter Topf. Was liegt da drin? Flasche. Hä? Wird gleich mal gesehen. Ist hier ein Eisenrohr oder irgendwas? Nee, irgendwas ist da. Ein Tank, ja? Mhm. Was ist da? Ne? Unten ist eine Flasche. Ja. Unten ist er wieder zu. Den Spaten haben sie schon gebuddelt. Ja. Na, dann guck noch mal hin. Die haben schon wenig gebuddelt. Also, danke, ich muss. Na, vielleicht liegen wir Dode hier, ich weiß nicht. Guck mal an. Da waren schon welche dran. Also nicht wir. Warte. Da hinten geht's auch weiter, hier ist es zu, siehst du das? Ja. Naja. Komm, hier Backsteine. Was hier oben, läuft mir oben her, Robert? Betondecke. Ach, sie haben sogar einen Spaten hier gelassen, das ist ja nett. Da haben wir oben was reingebocht. Also es ist nicht eingefallen, das ist gebocht worden von oben. Oh, dass es reinfällt. Da oben geht's auch. Ha? Rohr runter. Ja. Und da hinten hier sind richtig Betonziegeln drin. Müssen wir mal oben gucken. Da. Das haben sie zugeschüttet oder zugeschmacht? Ja, freilich zugeschmacht. Dass hier keiner weiterkommt. Kleine Chor? Ja. Im Auto oder was? Nö, sieht aus wie so ein. Weiß nicht, von das. Keine Ahnung. Ja, wie ein Anlasser. Kannst du nicht? Zum Kickstarter oder was? Okay. Ja, hier ist definitiv, haben sie noch reingemacht. Was ist da oben, das helle Bild? Oh, ja, was? Irgendwas. Ja. Schlechte. Mhm. Müssen wir nur von außen gucken, ob wir da weiterkommen. Ja. Wir können ja mal die Schritte nach hinten zählen. Mhm. Und dann in die Richtung zählen. Ich alle eure Schrittmaße. Ja, ich habe genau ungefähr fast einen Meter. Ich auch, ich habe einen Meter. Ich habe einen Meter. Wenn ich es normal mache, so ist Schalz. Mhm. Meter, da kommt ein Knick. 25 Meter, okay. Zwei. 27, 15 Meter, dann 15, kommt ein Knick und dann 27. 27. Ja, gucken wir mal raus. Schuh. Hm. 52,5 Meter. Sind wir jetzt insgesamt gelaufen? Ja, 52,5 Meter. Mhm. Von hier bis runter zum Ende ist gut. Was sind denn das für Dinge? Das frage ich mich jetzt mal hier. Das sieht aus wie ein Regal. Ja, waren das war vielleicht Regale? Aber in dem Gang drin auch komisch. Aber auch in dem Gang, ja. Das ist komisch in so einem Regal. Hol das mal raus. Hm. Boah. Wo die kommst du? Warte, ich will das mal da anschreiben. Ja. Mach mal kurz Filmstoff. Steffen, ja, mach mal Filmstoff.